Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Review von Phil Filler. Heute soll es um das neue Papier X17 bzw. X47 aus Saarbrücken gehen. Im Jahr 2020 haben sie ihr Papier geändert und es ist angeblich besser geworden. Im Jahr 2013 habe ich mir hier so einen kleinen Planer gekauft. Das ist hier Lefa, das sind Lederreste. Ich fand den super praktisch für Aufgaben, die ich halt draußen zu erledigen habe. Da konnte ich dann immer mitschreiben, wenn mir wer was gesagt hat. Aber das Papier fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht so füllerfreudig und habe daher dann auch noch Abstand davon genommen. Ich mache gleich einen Test hier mit dem alten Papier und dem neuen Papier, was mir hier X17 bzw. die X47 GmbH aus Saarbrücken mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. So, gucken wir mal rein. Leer. So, hier haben wir zwei Seiten von Ihrem, Planer. Da werde ich gleich einen Füllertest drauf machen. Also ich werde das vergleichen hier mit dem X17, was damals 2013 papiermäßig war, beziehungsweise man kann sagen, bis 2019 war es immer noch dasselbe Papier. Und in diesem Jahr sind sie halt hier vom Papier umgestiegen. Ich mache gleich einen Vergleichstest, wie das Papier hier ist und wie das Papier halt vorher war. Und dann mal gucken, ob das Papier wirklich besser geworden ist. So, mit was testen wir heute? Hier, ich will einmal mit dem Textmarker testen, dann hier mit dem stinknormalen Kugelschreiber. Hier habe ich ein schönes Rot drin in der B-Feder. In der F-Feder habe ich hier Graf von Faber-Castell Cobalt Blue drin. Dann habe ich hier in der M-Feder Lamy Benetoid drin. Hier habe ich in einer schönen nassen M-Feder Königsblau drinne von Schneider. Und hier habe ich Kängurugelb von Salzkreuznach drinne in einer Stubb-Feder. So, legen wir los. Hier sieht man schon, die Ackermann-Tinte hier, die braucht ein bisschen länger zum Trocknen. Alle anderen sind hier schon super getrocknet. Da werde ich gleich nochmal einen Test machen. So, hier haben wir das alte Papier von X17. Schauen wir uns das mal an.
Kommen wir hier noch zu einem kleinen Schreibtest. Also man kann hier sagen, die Feder, das ist jetzt eine B-Feder, die gleitet wunderbar übers Papier. Also gefällt mir ganz gut. Aber das Papier habt ihr sicherlich auch gesehen, ist total saugend. Probieren wir hier das Ganze nochmal mit dem alten X17 Papier mit einer F-Feder. Gleitet auch wunderbar übers Papier. So, hier habe ich jetzt das neue Papier von X17 aus dem Jahr 2020. Also der Füller, der gleitet hier auch richtig schön schwungvoll über das Papier. Also es ist hier ein schön glattes Papier. Die Strichstärke sehen wir gleich im Vergleich. Jetzt probieren wir hier die F-Feder nochmal. Gleitet wunderbar über das Papier. So, vergleichen wir doch einfach mal die Strichstärken. Da sieht man, dass hier das alte Papier von X17 bzw. X47 doch sehr, sehr dolle gesaugt hat. Das sieht man hier, dass die Striche auf dem neuen Papier relativ schmal sind und hier auf dem alten Papier, also hier ist das alte, hier ist das neue, wird es dann halt ein bisschen dicker, weil das Papier hier saugend ist. Guckt man sich die Zeiten vom Papier, wie es trocknet, dann ist hier nach 2 Sekunden ist alles trocken. Die Trocknungszeiten beim neuen Papier sind leider relativ lang. Hier brauche ich 17 Sekunden bei dem Königsblau von Schneider und 24 Sekunden bei der Farbe von Ackermann. Also hier dauert es relativ lange, bis es trocknet. Das hat man auch hier gesehen, dass dieser Fleck hier ziemlich lange gebraucht hat, bis es trocknet. Aber dafür habe ich hier ein Shading hinbekommen. Also das Papier hat ein schönes Shading. Das sieht man jetzt hier leider nicht so doll. Aber wenn jetzt das Papier als weißer Block rausgebracht werden würde, könnte man bestimmt auch ganz wunderbar darauf schreiben. Jedoch müsste man halt warten, bis es trocknet. Schauen wir uns einfach mal die Rückseiten an. Hier vom alten Papier von X17. Ja, da sieht man, das war auch mein Problem damals, dass die Tinte durchgedrückt hat. Das heißt, hier kann man auf der Rückseite lesen, was man vorne geschrieben hat. Deswegen konnte ich auch immer nur eine Seite beschreiben und habe dann letztendlich auch Abstand von dem X17-System genommen, weil mir halt hier das Papier nicht gefallen hat. Hier sieht man auch, es hat komplett durchgedrückt. Also es trocknet sehr schnell, aber leider, naja, drückt halt durch. So, hier ist das neue Papier von X17, X47. Schauen wir mal uns an, was da die Rückseite sagt. Ja, hier, wo es lange gedauert hat zum Trocknen, hat es ganz leicht durchgedrückt, aber da habe ich auch sehr viel mit der B-Feder aufgetragen. Ansonsten scheint es hier nur sehr, sehr leicht durch. Also damit könnte ich alle mal leben. Also das ist ganz gut gemacht. Also hier vom Durchdrücken finde ich eigentlich das Papier ganz wunderbar für einen Kalender. Kommen wir zum Fazit. Hier habe ich das alte Papier von X17. Als Fazit würde ich sagen, das Papier hier ist nur für den Kugelschreiber geeignet. Hier haben wir den Kuli und der drückt hier als einziger nicht durch. Also Tinte
drückt hier schön durch, kann man nicht verwenden. Deswegen ist das Papier eigentlich nur für den Kugelschreiber geeignet. Schön an diesem Papier ist aber hier, dass es schnell saugt. Und wenn ich jetzt schnell Notizen machen würde mit einem Füllhalter oder mit irgendwas Flüssigem, dann würde dieses Papier hier schön alles aufsaugen und trocknet halt daher auch sehr schnell. Aber wie gesagt, ist nur einseitig benutzbar und auf der Rückseite sieht es halt nicht so gut aus. Hier haben wir das neue Papier aus 220. Da kann man beim Fazit sagen, es ist nicht sehr saugfreudig, also es braucht ziemlich lange zum Trocknen und es drückt nicht durch. Also hier nur da, wo sehr viel ausgetragen wird. Also das ist gut. Das Problem ist aber, da es nicht so saugfähig ist, dass es ewig braucht zum Trocknen. Also jetzt hier 17 Sekunden mit Königsblau und 24 Sekunden mit der Farbe von Ackermann. Und das ist bei einem Kalender für mich persönlich ein No-Go, weil ich möchte hier den Kalender nehmen, möchte mir eine Notiz machen und dann klappe ich zusammen und dann war es das. Also hier müsste die Tinte viel, viel schneller drauf trocknen. Also das finde ich jetzt nicht so optimal. Benutzt man jetzt einen Kuli oder einen Bleistift, dann kann man das Papier ganz gut verwenden. Aber da war ja auch das alte Papier von X17 auch schon gut. Da hätte man auch mit dem Kugelschreiber oder mit dem Bleistift drauf schreiben können. Möchte man trotzdem schnell Eintragungen auf dem neuen Papier machen, kann man Löschblätter benutzen. Diese sind hier in einer Größe A5. Man könnte dann das Löschblatt hier zwischen den Seiten legen und könnte das zuklappen und das Löschblatt würde die überschüssige Tinte aufsaugen. So hat man dann zwischen zwei Seiten keine Tintenkleckse. Ich hoffe, das Review hat euch heute gefallen. Falls ihr auch X17 Papier habt, könnt ihr ja gerne mal eure Erfahrungen in die Kommentare schreiben. Das war's heute auch schon wieder. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Alles Liebe, alles Gute!